Brandrauch tötet in der Wohnung. In Deutschland sterben jedes Jahr etwa 600 bis 800 Menschen bei Bränden in der eigenen Wohnung. Defekte elektrische Geräte und Leitungen, unbewachte Akkuladegeräte, Unachtsamkeit im Haushalt oder Kinder, die unbeobachtet mit Feuer spielen, so entsteht ein Feuer, das oft nicht rechtzeitig bemerkt wird. Der Rauch des Feuers breitet sich lautlos und viel schneller aus als das Feuer selbst. Wer im Schlaf überrascht wird, kann durch Rauchgase wie Kohlenmonoxid sehr schnell das Bewusstsein verlieren. Ja, das Einatmen nur einer Lungenfüllung mit Rauchgasen kann schon tödlich sein. Zwei Drittel aller Brandopfer in Deutschland wurden nachts im Schlaf überrascht. Oft ersticken die Brandopfer schon, bevor die Feuerwehr überhaupt alarmiert werden kann. Leider gibt es trotz einschlägiger gesetzlicher Vorschriften immer noch Menschen, die sich aus welchen Gründen auch immer weigern, ihr Haus oder die Wohnung mit Rauchwarnmeldern auszustatten. Warum sind die Geräte, die in guter Qualität schon ab 15 Euro zu haben sind, so wichtig? Im Schlaf schaltet sich die Geschmacks- und Geruchswahrnehmung komplett aus. In den meisten Fällen sind bei einem Feuer die Haussicherung rausgesprungen, es gibt also kein Licht mehr. Um die Opfer herum zieht sehr dichter Rauch und es herrscht absolute Dunkelheit. Sie haben nicht mehr die geringste Orientierung in der eigenen Wohnung. Wer nicht bereits das Bewusstsein verloren hat, gerät spätestens jetzt in Panik. Deswegen sind Rauchwarnmelder Lebensretter. Aber wo montiert man die Geräte? Es empfiehlt sich, die kleinen, unscheinbaren Melder in jedem Zimmer des Wohn- und Schlafbereiches anzubringen. Es gibt nur zwei Ausnahmen. Küche und Bad, weil dort Wasserdämpfe zu Fehlalarmen führen könnten. In einer kleineren Wohnung sollte als Mindestschutz wenigstens ein Melder zentral im Flur angebracht werden. In mehrstöckigen Häusern sollte als Mindestschutz ein Rauchwarnmelder in jeder Etage und in Fluren installiert sein. Als erhöhter Schutz empfiehlt es sich aber, auch hier in jedem kleinen Wohnraum außer Küche und Bad ein Melder zu installieren. Auch das Schlafverhalten sollte geändert werden. Schließen Sie vor dem Schlafengehen alle Zimmertüren. Dann signalisiert der erste Melder bereits Rauch, bevor dieser sich in der ganzen Wohnung verbreiten kann. Und was gilt es noch zu beachten? Bitte keine Billigstgeräte kaufen, sondern den Fachhandel aufsuchen und mindestens ca. 15 Euro pro Gerät investieren. Eine 14-tägige Funktionsprüfung und einen regelmäßigen Tausch der Batterien durchführen, aber bitte nie aufladbare Akkus verwenden. Unbedingt vor jedem Urlaub die Batterien wechseln, um Fehlalarme zu vermeiden. Rüsten Sie unbedingt mit Rauchwarnmeldern auf, damit Ihre Feuerwehr nicht so Scheiße. Sondern so den Einsatzort wieder verlassen kann.